Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Raspberry Pi mithilfe einer externen Festplatte in ein NAS verwandeln könnt, darauf dann eure Daten ablegen könnt und dann auch darauf von allen möglichen Geräten aus eurem Netzwerk darauf zugreifen könnt. Außerdem erfahrt ihr auch noch, wie ihr auf diese Dateien auf eurem Raspberry Pi NAS aus dem Internet zugreifen könnt und sogar, wie ihr das Raspberry Pi NAS in eure Nextcloud integrieren könnt und damit dann auch aus dem Internet auf die Dateien zugreifen könnt oder diese natürlich auch teilen könnt. Natürlich erkläre ich euch auch noch, welche Hardware ihr hier für dieses Projekt benötigt. Und das besonders Gute an der Installationsvariante, die ich euch heute zeige, ist, dass ihr hierfür keinerlei Grundkenntnisse im Bereich Raspberry Pi oder Linux braucht. Ihr müsst schlichtweg nur einen Befehl kopieren und in das Raspberry Pi Terminal einfügen und schon wird die Installation der für das NAS benötigte Software vollkommen automatisch durchgeführt und ihr könnt dann direkt das NAS bei euch im Browser das erste Mal aufrufen. Wie ihr seht, gibt es ein bisschen was zu tun, deswegen würde ich doch sagen, fangen wir wie immer doch direkt an. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, ist dieses Video hier etwas länger, ist ja auch ein bisschen ein größeres Projekt. Damit ihr euch aber besser orientieren könnt und immer seht, wo wir gerade stehen, habe ich dieses Video hier in Abschnitte eingeteilt, zu denen ihr dann auch immer den jeweiligen Timecode unten in der Beschreibung verlinkt findet. Ich würde sagen, legen wir doch direkt mal mit den Voraussetzungen für dieses Projekt hier los. Also schauen wir uns mal an, was ihr so an Hardware für dieses Projekt hier benötigt. Übrigens, alle Produkte, die ich hier für dieses Projekt verwendet habe, also wo es bei mir wirklich gut und zuverlässig damit läuft, die habe ich euch mal in der Beschreibung verlinkt, sodass ihr das dann auch direkt damit ausprobieren könnt, wenn ihr möchtet. Das erste, was ihr mal braucht, ist natürlich, wer hätte es gedacht, ein Raspberry Pi selbst. Mittlerweile gibt es davon natürlich viele unterschiedliche Modelle und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, welches Modell soll er hier nehmen? Meine persönliche Empfehlung ist hier der Raspberry Pi 4B. Das hat mehrere Gründe. Zum einen verfügt er über zwei USB 3.0 Schnittstellen, das heißt, ihr könnt hier auch schnellere Festplatten anschließen und habt dann auch wirklich den Mehrwert der Geschwindigkeit, was natürlich bei so datenintensiven Anwendungen wie bei einem NAS auch wirklich Sinn macht. Des Weiteren hat er auch eine Gigabit LAN Schnittstelle, das heißt, die Daten könnt ihr dann auch wirklich schnell ins Netzwerk schieben und gerade auch, wenn mehrere Geräte bzw. Personen gleichzeitig auf das Raspberry Pi NAS zugreifen möchten, ist natürlich besser, ihr habt hier einen Gigabit-Anschluss, dass auch wirklich die Netzwerkkonnektivität hier wirklich sehr schnell ist. Natürlich hat der Raspberry Pi 4 auch einen etwas schnelleren Prozessor als die anderen Modelle, aber viel wichtiger, diesen gibt es auch in verschiedenen RAM-Ausstattungen, mittlerweile sogar mit bis zu 8 GB RAM. Die 8 GB RAM könnt ihr zwar nehmen, müsst ihr aber nicht unbedingt, 4 GB RAM reicht für diesen Anwendungsfall hier auch vollkommen aus. Das zweitwichtigste bei diesem Projekt ist natürlich ganz klar die Festplatte, da wo ihr dann wirklich auch eure Dateien ablegen möchtet. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, wieso rede ich denn hier immer im Singular, also nur von einer Festplatte? Bei einem NAS, da geht es doch meistens um einen RAID-Verbund von mehreren Festplatten. Ja, das stimmt. Allerdings hier beim Raspberry Pi würde ich kein Software-RAID über die USB-Schnittstellen vom Pi selber machen, denn das ist kein dedizierter RAID-Controller. Das funktioniert auch nicht wirklich zuverlässig und wird auch von dem Hersteller der NAS-Software, die wir hier verwenden, deutlich abgeraten, das zu tun. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einfach eine Festplatte, die genügend Speicher für euch bietet, den ihr eben braucht. 1 TB, 2 TB, 12 TB, was auch immer ihr eben haben möchtet, also eine einzelne Festplatte. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet aber ein RAID haben, um eben diese Redundanz zu haben, dann würde ich euch ein externes RAID-Gehäuse empfehlen. Da gibt es auch ganz viele im Internet zu haben, wo ihr dann einfach zwei oder mehr Festplatten einstecken könnt. Und das Ganze wird dann eben direkt vom Raspberry Pi oder Computer als ein großes Volume erkannt. Und das eigentliche RAID findet dann eben auf Hardware-Ebene direkt in dem Gehäuse statt. Das ist was, das ich euch auch wirklich so empfehlen kann. Das funktioniert dann recht zuverlässig. Von beiden Varianten habe ich euch natürlich mal ein paar Modelle auch in der Beschreibung verlinkt. Bleiben wir noch etwas in der Richtung Datenspeicher, denn ihr braucht noch eine Micro-SD-Karte für euren Raspberry Pi, auf dem dann eben das Raspberry Pi Betriebssystem bzw. unsere NAS-Software läuft und auch darauf installiert wird. Hier braucht ihr aber wirklich nichts Großes, 16 GB an sich reichen vollkommen aus, denn neben den Systemdateien wird darauf nichts abgelegt, ihr könnt auch 32 GB nehmen, aber mehr braucht ihr wirklich nicht. Aber achtet darauf, dass es eine schnelle Micro-SD-Karte ist, mit den Modellen von SanDisk habe ich bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht.
Dann braucht natürlich euer Raspberry Pi auch Strom. Wer hätte es gedacht? Auch hier braucht ihr ein Netzteil. Falls ihr den Raspberry Pi 4 verwendet, dann solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr ein USB-C-Netzteil verwendet. Und dieses sollte auch insbesondere, wenn eben Festplatten an den Raspberry Pi angeschlossen sind, die auch noch Strom benötigen, über mindestens 3 Ampere Ladestrom verfügen, sodass auch hier alle Komponenten am und um den Pi herum genügend Strom haben. Abschließend braucht ihr natürlich auch noch ein Case für euren Raspberry Pi. Das ist nicht unbedingt für die Funktionalität vonnöten, aber es schützt dann doch die Komponenten des Raspberry Pis, denn von unten sind natürlich alle Lötstellen, alle Kontaktstellen offen. Das sollte man dann doch nicht unbedingt immer zugänglich haben. Im Optimalfall nutzt ihr auch noch ein Case mit einem kleinen Lüfter, denn der Raspberry Pi wird dann als NAS bei euch wahrscheinlich 24/7 laufen. So schützt ihr auch nochmal die Komponenten und macht das Ganze zuverlässiger und langlebiger. Für all diejenigen, die jetzt aber beispielsweise schon einen Raspberry Pi 3 zu Hause rumliegen haben und diesen für das Projekt nutzen möchten, das geht natürlich auch. Der wird auch hiervon unterstützt. Der Raspberry Pi 2 ist hier ein bisschen zu schwach dafür, aber mit einem 3er oder 4er geht es natürlich auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr euch einen neuen anschaffen möchtet für dieses Projekt, würde ich euch eher zum 4er raten. Jetzt haben wir unsere Hardware zusammen. Jetzt fehlt natürlich dann noch die Software. Was nutzen wir denn hier, um unser NAS auf den Raspberry Pi zu installieren? Und zwar nutzen wir hier die Open Source NAS Software Open Media Vault. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht im Rahmen meiner Home Server Reihe, findet ihr natürlich auch verlinkt. Und das kann eben nicht nur auf dem Raspberry Pi genutzt werden, sondern eben auch auf allen anderen Servern bzw. selbstgebauten NAS-Systemen. Der Vorteil hiervon ist, dass es natürlich viel Infos und Support auch zu dieser Software online gibt, also ist nichts ganz Neues, ist aber sehr, sehr einfach zu bedienen. Ihr habt da auch ein grafisches Nutzerinterface im Browser, wo wir dann alles dann auch noch später gemeinsam einstellen können. Also auch hier für Einsteiger wirklich sehr gut geeignet, bietet aber auch viele Funktionen und Schnittstellen, um dann eben auch für Experten sehr, sehr interessant zu sein. Wie am Anfang erwähnt, installieren wir hier Open Media Vault mit Hilfe eines automatisierten Skripts. Das ist natürlich zum einen ganz bequem, aber auch die direkte Installation eines Images, also dass ihr direkt ein Open Media Vault Image auf eure SD-Karte des Pis schreibt, die wird mittlerweile nicht mehr unterstützt, ist aber ein bisschen praktischer. Ihr müsst so einfach nur ganz normal Raspbian auf dem Raspberry Pi installiert haben und könnt dann eben Open Media Vault als zusätzliches Softwarepaket einfach dazu installieren. Allerdings würde ich euch empfehlen, dass ihr auf diesem Raspberry Pi keine weiteren Anwendungen außerhalb dieses NAS-Systems am Laufen habt. Das läuft dann nicht sehr stabil und wird zu Problemen dann führen. Also lieber das Ganze schön isoliert und zuverlässig dann betrachten. Also, Software haben wir jetzt parat, Hardware auch. Dann können wir mit der eigentlichen Installation loslegen. Kurz noch für alle, die zum einen wissen, wie man Raspbian bzw. Raspberry Pi OS auf dem Raspberry Pi installiert. Die können hier zur angezeigten Zeit skippen, denn das ist natürlich der erste Part der Installation, gerade eben für Anfänger gedacht. Alle anderen, die bleiben einfach dran und dann gehen wir alle Schritte, die eben zur Installation notwendig sind, jetzt gemeinsam Schritt für Schritt durch. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier bei mir auf dem Computer angekommen und ich habe hier im Browser auch schon mal die Website von Raspberry Pi hier offen, einfach raspberrypi.org. Denn hier müssen wir uns jetzt das Raspberry Pi Betriebssystem herunterladen. Das machen wir logischerweise hier im Tab Downloads. Da gehen wir einmal drauf. Das Ganze heißt ja jetzt Raspberry Pi OS. Früher hieß das mal Raspbian. Eigentlich beide Begriffe sind noch geläufig. Jedenfalls, wenn wir hier auf dieser Seite sind, können wir hier direkt auf Raspberry Pi OS klicken. Und das, was wir jetzt für unsere Installation brauchen, ist die Raspberry Pi OS Lite hier, das bedeutet, wir wollen den Raspberry Pi ja nicht an einen Monitor oder Tastatur anschließen, das heißt, mit Desktop brauchen wir nicht und auch die Recommended Software brauchen wir nicht, wenn wir den jetzt hier nur als NAS verwenden wollen. Das heißt, ihr könnt ganz einfach hier auf Download Zip einmal draufklicken, das Ganze herunterladen und entpacken. Das Ganze habe ich jetzt in meinem Fall hier schon mal gemacht. Wenn ihr dann das Betriebssystem so weiter runtergeladen und entpackt habt, dann braucht man ein weiteres Stück Software, um das Betriebssystem jetzt auch auf die Micro-SD-Karte des Raspberry Pis zu bekommen. Und das nennt sich hier Balena Edger, ist natürlich kostenlos und gibt es für Windows, Mac und für Linux. Also das sollte was für jeden dabei sein. Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Als erstes müssen wir jetzt unser Betriebssystem-Image einmal auswählen. Dafür klickt ihr hier auf Select Image. Und dann kann ich jetzt hier bei mir im Downloads-Ordner diese IMG-Datei einmal auswählen, anklicken und dann hier auf Öffnen klicken. Jetzt brauchen wir noch unser Target, also unser Ziel, und das sollte natürlich die Micro-SD-Karte von
eurem Raspberry Pi sein. Klickt also einfach hier drauf und dann erkennt ihr eigentlich im Normalfall schon an der Größe, was jetzt hier die MicroSD-Karte ist. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine 16 GB MicroSD-Karte, könnt ihr dann einfach hier einmal auswählen. Natürlich passt auf, dass ihr das nicht irgendwo auf einer anderen externen Festplatte oder so versucht zu installieren, denn dann sind die Daten darauf futsch. Also lieber zweimal gucken, dass das auch passt. Aber wie gesagt, im Normalfall hat man ja keine 16, 32 oder 64 GB großen Festplatten. Von dem her, das sollte nicht allzu schwierig sein. Dann klicken wir hier auf Continue und dann können wir auch schon auf Flash klicken. Hier, weil ich auf dem Mac bin, muss ich noch kurz mein Benutzerpasswort eingeben und dann geht das auch schon los und ihr seht, jetzt in so circa 3 Minuten ist es dann fertig und wir können dann weitermachen. So, und wenn jetzt hier Flash Complete dran steht, dann haben wir das auch schon geschafft. Dann ist das Betriebssystem jetzt erfolgreich im passenden Format auf die MicroSD-Karte geschrieben. Nun, was wir jetzt aber noch vorbereiten müssen, ist der Zugriff via SSH. Denn wie erwähnt, wir haben ja keinen Monitor oder Tastatur dran. Wir müssen direkt über das Netzwerk auf den Raspberry Pi draufkommen können. Dafür müssen wir noch eine sogenannte Config-Datei einfach einmal auf die MicroSD-Karte schieben. Jetzt ist das Unpraktische hier an Balena Edger, dass der immer die MicroSD-Karte, gut gemeint eigentlich, automatisch für einen auswirft. Wir brauchen die aber nochmal. Das heißt, wir machen das ganz einfach manuell. Einmal MicroSD-Karte raus aus dem Kartenleser. Und wieder rein und dann sollte die wieder vom Computer erkannt werden und wir können darauf zugreifen. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus, wenn ich jetzt hier einmal die MicroSD-Karte geöffnet habe. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach eine leere Datei erstellen, die einfach nur den Namen SSH hat. Also nichts weiter als das. Mit einem ganz normalen Texteditor könnt ihr das machen. Für die, die das jetzt umständlich ist, habe ich auch einen Link zu so einer Datei ganz einfach in der Beschreibung. Aber es ist einfach eine leere Datei ohne Inhalt, nur mit dem Namen SSH. Wenn ihr die habt, zieht ihr die einfach hier in das Stammverzeichnis rein und das war's schon. Dann können wir die MicroSD-Karte wieder auswerfen und dann mit dem Raspberry Pi verbinden. Neben der MicroSD-Karte können wir jetzt aber auch direkt unsere externe Festplatte mit dem Raspberry Pi verbinden, den natürlich via LAN ans Netzwerk anschließen und zu guter Letzt, das ist wichtig hier, den Raspberry Pi dann auch mit Strom versorgen, also einfach den Netzadapter dann auch hier einstecken. Dann sollten wir noch 1-2 Minuten warten, bis der vollständig hochgefahren ist und dann können wir uns mal um die Verbindung via SSH kümmern. Der Raspberry Pi sollte nun auch bei mir hochgefahren sein. Und wie ihr seht, bin ich auch schon bereit, hier mit dem Programm Terminal mich mit dem Raspberry Pi zu verbinden. Allerdings brauchen wir dazu noch eine essentielle Information, und zwar die IP-Adresse des Raspberry Pis. Grundsätzlich könnt ihr auch mal versuchen, bei euch einfach die Verbindung über die Domäne raspberrypi.local aufzurufen. So sollte der Raspberry Pi in jedem Netzwerk unabhängig der IP-Adresse zu erkennen sein. Das funktioniert aber nicht in jedem Netzwerk und auch nicht immer. Was aber immer funktioniert, ist der Aufruf via IP-Adresse. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie findet ihr heraus, welche IP-Adresse euer Raspberry Pi jetzt in eurem Netzwerk hat? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Dazu nutzt ihr euren Router, denn der vergibt ja auch die IP-Adressen. Das heißt, der verweist auch, welche er dann dem Raspberry Pi vergeben hat. Ich beispielsweise nutze eine Fritzbox hier bei mir im Netzwerk und hier unter dem Tab Netzwerk, hier also über der Hauptkategorie Heimnetzwerk und Netzwerk, da sehe ich meine ganzen Netzwerkgeräte und ganz wichtig auch mit deren IP-Adressen. Und hier haben wir jetzt auch einen Raspberry Pi mit folgender IP-Adresse, die ich mir jetzt hier einfach einmal kopiere. Wenn wir nun die IP-Adresse wissen, können wir uns ganz einfach mit dem Raspberry Pi via SSH verbinden. Dazu könnt ihr hier auf dem Mac ganz einfach das Programm Terminal nutzen, das ist vorinstalliert. Auf Linux eben auch das Terminal, das hier vorinstalliert ist. Auf Windows gibt es ja auch mittlerweile das Windows Terminal oder ansonsten klassischerweise mit dem Programm PuTTY, das ihr euch auch kostenlos herunterladen könnt. Also, hier in meinem Fall gebe ich jetzt ganz einfach den Befehl einmal SSH für die Verbindungsart ein. Dann den User Pi und add unsere IP-Adresse des Raspberry Pis und dann klicke ich einfach Enter. Hier werde ich jetzt gefragt, ob ich den Fingerprint, den SSH-Fingerprint akzeptieren möchte. Sage ich natürlich Yes. Dann kann ich mich auch schon mit dem Standardpasswort hier anmelden und das ist ganz einfach Raspberry. So, und das erste, was wir jetzt machen, da ja auf dem Raspberry Pi nachher unsere Daten liegen und wir das vielleicht auch ans Internet aufmachen wollen, ist es, das Standardpasswort zu ändern. Das ist nie sicher, sowas in seinem Netzwerk zu haben. Geht ganz einfach mit dem Befehl passwd und dann werden wir auch schon aufgerufen, als erstes mal das aktuelle Kennwort einzugeben, also Raspberry, das Standardpasswort. Dann können wir ein neues vergeben, das mache ich jetzt mal. Und das nochmal zu wiederholen. So, dann ist das auch schon erledigt. Jetzt geht es also mit der eigentlichen Installation von Open Media Vault los.
Als erstes, um die passenden Rechte zu haben, machen wir uns hier einmal zum Root-User. Das geht ganz einfach mit dem Befehl sudo su. Dann schauen wir als nächstes, dass unser Raspberry Pi auch up-to-date ist. Das geht mit folgender Befehlskombination. Einmal apt-update, um sich die Updates zu holen. Und dann hier und apt-upgrade für die Updates dann eben auch direkt auszuführen. Oder besser gesagt, um die Updates dann direkt auszuführen. Minus yes, da werden dann einfach Fragen, ob neue Pakete installiert werden sollen. Automatisch mit ja beantwortet, geht ein bisschen schneller. Also das schicken wir jetzt mal ab. Und das kann je nachdem, wie stark euer Raspberry Pi ist, ob ihr einen 3er habt, einen 4er habt und ja, wie neu euer Image ist, gut und gerne 10 bis 15 Minuten dauern. Müsst ihr nichts machen, ihr wartet einfach wieder, bis hier Root at Raspberry Pi steht. So, wie ihr seht, das Ganze ist jetzt hier bei mir durchgelaufen. Was wir jetzt allerdings noch vorbereiten für die Open Media Vault Installation machen müssen, ist einmal einen Network Symlink hier zu entfernen, also eine Standardkonfiguration vom Pi, denn Open Media Vault erstellt hier sein eigenes Netzwerkmanagement und wenn wir das nicht entfernen, dann kann es hier zu Problemen führen. Das wollen wir natürlich vermeiden und das geht eigentlich ganz einfach mit einem Befehl hier, der einfach ein RM-Befehl ist, also das ganz einfach hier automatisch löscht. Damit diese Änderung aber auch umgesetzt wird, müssen wir jetzt einmal ganz kurz unseren Raspberry Pi neu starten. Das geht ganz einfach mit dem Befehl Reboot. So, nach 1-2 Minuten sollte der Raspberry Pi jetzt hier neu gestartet sein. Und dann können wir uns einfach erneut hier mit dem neuen Passwort, das wir vergeben haben, wieder einloggen. Jetzt können wir uns dann auch wieder hier zum Root-User machen. Das brauchen wir auch wieder für die Installation, also sudo su. Und dann können wir jetzt mit der eigentlichen Einbefehlsinstallation von Open Media Vault starten. Dazu braucht ihr einfach nur einen Link, den wir hier jetzt haben, also ganz einfach einen GitHub-Link. Den findet ihr natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Den kopieren wir hier einmal rein. So sieht der ganze Befehl aus. Ist ein Bash-Script, wie man das hier sieht. Drücken wir auf Enter und jetzt heißt es einfach nur noch warten. Das Ganze kann auch hier wieder, je nachdem welches Raspberry Pi Modell ihr verwendet, gut und gerne 20 bis 30 Minuten dauern. Auch hier, wenn wieder die Befehlseingabe dran steht, also root at Raspberry Pi, dann wisst ihr, das Ganze ist fertig, beziehungsweise sollte bei der neuesten Version von diesem Skript auch der Raspberry Pi einmal automatisch neu starten. Dann können wir den Raspberry Pi bzw. Open Media Vault danach auch schon direkt im Browser aufrufen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zurücklehnen und entspannen und das Ganze hier mal in Ruhe durchlaufen lassen. Wenn das Ganze bei euch dann auch so aussieht, dann ist die Installation von Open Media Vault auf eurem Raspberry Pi abgeschlossen. Das heißt, wir können mal auf den Browser wechseln und uns das Webinterface von Open Media Vault dann mal anschauen. Im Browser angekommen, könnt ihr jetzt ganz einfach die IP-Adresse eures Raspberry Pis, also die gleiche, die wir auch vorher für die SSH-Verbindung genutzt haben, einmal oben im Browser eingeben und dann Enter drücken. Und dann sind wir hier auch schon, wie ihr sehen könnt, auf der Anmeldeseite von Open Media Vault angekommen. Nun, der Standardbenutzername und Passwort ist hier wie folgt. Als Benutzername könnt ihr einmal hier Admin eingeben. Und als Passwort ganz einfach, so wie es hier unten auch steht, zusammen und kleingeschrieben, Open Media Vault. Und dann können wir auch schon auf Anmelden klicken. So, und willkommen hier im Admin-Interface von Open Media Vault. So sieht das Ganze aus. Um jetzt hier unser NAS noch vollständig zu konfigurieren, müssen wir noch ein paar Schritte ausführen. Die ersten, die gehen jetzt hier mal um unsere Laufwerke, also sprich die externe Festplatte, die wir an den Raspberry Pi angeschlossen haben. Als erstes klickt ihr nun hier also auf Laufwerke einmal drauf. Wie ihr seht, werden jetzt hier zwei Festplatten angezeigt. Ihr kennt es auch schon einmal hier an der Laufwerkbezeichnung, aber auch in der Kapazität, dass es sich bei dem unteren hier um die MicroSD-Karte handelt. Da sollten wir gar nichts anrühren, denn wenn wir hier irgendwas formatieren oder löschen, ja, dann ist unser System futsch. Wir sollten uns natürlich nur um die externe Festplatte kümmern, erkennt man am einfachsten immer an der Kapazität. Diese ist in der Regel ja größer. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier nur eine 120 GB SSD, ergibt jetzt hier eben eine effektive Kapazität von 111 GB. Das ist aber vollkommen normal und in Ordnung so. Das erste, was wir jetzt mal machen mit der externen Festplatte, also hier dieser hier, übrigens erkennt ihr das auch am Namen, die heißt meistens SDA, SDB und so weiter. Dann können wir jetzt hier mal auf Löschen gehen und bestätigen das Ganze mit Ja. Wir wollen ja mit einem frischen Laufwerk starten, falls noch irgendwas drauf fadet oder vom Hersteller irgendwelche Sachen noch drauf sind. Deswegen löschen wir das immer. Wir können hier auf Schnell gehen, das reicht aus. Sicher müsst ihr nur wählen, wenn ihr schon Daten darauf hattet und die Festplatte beispielsweise entsorgen möchtet, weitergeben möchtet und eben eure Daten wirklich sicher weg sein sollen. Aber für den Anwendungsfall hier reicht Schnell vollkommen aus.
So, sobald es hier fertig steht, können wir da auch auf Schließen gehen. Und dann wechseln wir jetzt mal von der Option Laufwerke hier einmal auf die Option Dateisysteme. Denn wir müssen jetzt noch für unsere Festplatte ein Dateisystem erstellen, sodass wir darauf eben auch später Dateien ablegen können. Das, was wir jetzt hier sehen, erkennen wir wieder an der Bezeichnung und auch an der Größe. Das ist hier einmal die Boot-Partition und die Root-Partition, also das Root-File-System. Auch das ist wieder etwas vom System hier, also von der MicroSD-Karte. Das rühren wir nicht an, sondern wir erstellen jetzt hier ein neues Dateisystem, einfach hier auf Plus erstellen. Dann müssen wir unser Laufwerk jetzt hier einmal auswählen. Wie ihr seht, hier wird auch direkt nur eines angezeigt. Das ist jetzt hier eben unsere externe Festplatte, die wir gerade gelöscht und damit vorbereitet haben. Wir können Datenträgerbezeichnungen vergeben. Ich nenne das Ganze mal Ex-Festplatte. Und wichtig natürlich auch ein Dateisystem. Hier würde ich euch ganz einfach Exfeld4 empfehlen. Das ist am einfachsten und am gängigsten. Dann können wir auch schon hier auf OK klicken. Wir werden natürlich jetzt hier gewarnt, dass unsere Daten gelöscht werden. Ja, ist klar, haben wir eh schon gemacht. Könnt ihr auf Ja gehen. Und dann dauert es jetzt hier auch eine gute Minute, sage ich jetzt mal. Das hängt auch ab, wie groß eure Platte ist. Bei einer 8 TB Platte kann es etwas länger dauern als bei einer 100 GB Platte, bis das eben vollständig formatiert ist. Also nochmal kurz abwarten. So, und wenn jetzt hier dran steht, das Erstellen des Dateisystems wurde erfolgreich abgeschlossen, dann ist die Festplatte soweit richtig formatiert hier. So, nun müssen wir die aber noch einbinden. Das geht ganz einfach, indem wir jetzt hier auf unsere Festplatte einmal draufklicken. Erkennen wir jetzt an dem eben vergebenen Namen. Und hier einmal auf Einbinden klicken, das dauert dann auch nochmal kurz. Dann kommt hier die Meldung, dass eben diese Änderung bestätigt werden muss. Da kann man auch manche sammeln, bis man die dann anwendet. Das dauert nämlich auch immer einen Moment, aber wir haben jetzt nur die eine, also klicken wir direkt auf Anwenden, bestätigen das nochmal mit Ja und das dauert dann eben einen Moment. So, und wenn das Ganze dann so aussieht, hier überall online steht und auch beim Eingebunden ein Ja steht, dann könnt ihr jetzt diese Festplatte ab jetzt für eure Datenablage nutzen. Bevor wir das machen können, müssen wir uns jetzt aber erstmal um Benutzer hier kümmern, damit dann eben auch der Zugriff geregelt auf euer NAS stattfinden kann. Dazu gehen wir hier ganz einfach unter dem Punkt Zugriffskontrolle auf den Punkt Benutzer. Hier können wir dann auch schon direkt auf das Plus klicken und dann hier nochmal hinzufügen. Importieren werdet ihr wahrscheinlich in den wenigsten Fällen brauchen, deswegen hier einfach auf Hinzufügen. Wir vergeben einen Benutzernamen, den nenne ich mal wie mich selbst einmal Daniel. Dann sollten wir ein Passwort vergeben und das natürlich auch bestätigen. Hier bei Shell müsst ihr eigentlich nichts ändern, das brauchen wir im Normalfall gar nicht. Hier Kommentar und E-Mail-Adresse ist genauso freiwillig, braucht ihr nicht unbedingt, könnt ihr aber machen. Hier braucht ihr den Haken eigentlich auch nicht setzen, ja, also hier ist jetzt so gesetzt, dass der Benutzer den Zugang ändern darf. Dass er nicht ändern darf, ist eigentlich ziemlich schwachsinnig, dann kann der kein Passwort und so ändern, braucht man nicht, das passt soweit. Gruppen haben wir jetzt hier noch keine erstellt, das können wir also so lassen. Da es ja kein Administratornutzer sein soll, braucht er jetzt auch hier keine Zugriffe auf irgendwelche Systemkonten. Das ist soweit okay. Wir können später noch Gruppen erstellen für die Dateien. Auch öffentliche Schlüssel brauchen wir nicht hinterlegen. Das könnt ihr also alles ignorieren. Einfach nur Name, zweimal hier das Passwort eingeben und dann können wir auch schon auf Speichern klicken. Ihr seht, jetzt kommt hier oben wieder die Meldung, aber wir wollen ja noch ein paar mehr Konfigurationen ändern. Deswegen warten wir dann noch, bis wir das ausführen. Als nächstes können wir jetzt auch mal hier in den Bereich Gruppen reinschauen. Hier können wir jetzt auch eine hinzufügen, über Hinzufügen, wenn ihr das möchtet, können hier einen Namen vergeben. Ich sage jetzt hier beispielsweise mal Familie, wenn ihr das Ganze jetzt mit eurer Familie zusammen nutzen möchtet. Und dann könnt ihr direkt hier Mitglieder hinzufügen, falls ihr jetzt schon mehrere Benutzer angelegt habt. Bei mir ist es jetzt hier einmal der Nutzer Daniel und Pi, der Standard-Systembenutzer, dass wir einfach mal zu Demo-Zwecken hier was drin haben. Und dann können wir auch auf Speichern klicken und habt ihr eben später den Vorteil, dass ihr zum Beispiel eine Freigabe, den Zugriff zu einer Freigabe nicht pro Nutzer machen müsst, sondern das beispielsweise einfach von der Gruppe machen könnt. Das spart euch ein bisschen Arbeit, aber ihr kennt sicherlich von anderen Systemen auch, das Arbeiten mit Gruppen ist hier auch nicht anders. Jetzt als nächstes, damit wir das jetzt auch mal wirklich nutzen können, unser NAS, müssen wir noch einen freigegebenen Ordner anlegen. Das sind nämlich die Ordner, in denen dann die Dateien abgelegt werden können. Und hier könnt ihr dann eben auch sagen, wer auf welche Freigabe Zugriff hat. Also das ist quasi die Grundordnerstruktur, auf die ihr dann anfängt, Sachen hochzuladen. Ihr könnt hier einen erstellen und alles in einen Ordner hochladen oder das ein bisschen besser nach eurem Anwendungsfall dann eben aufgliedern. Also auf jeden Fall klicke ich jetzt hier auf Hinzufügen. Und vergeb mal einen Namen für den ersten Ordner hier. Den nenne ich jetzt hier ganz einfach mal Media und wähle mir dann hier einfach auch ein Laufwerk aus, auf dem das Ganze gespeichert werden soll. Ich habe hier nur eins, ihr wahrscheinlich auch, also ist die Wahl hier sehr schnell gemacht. Pfad können wir hier so lassen. Zugriffsrechte sehen wir jetzt auch hier, Administrator darf alles, Benutzer eben
lesen und schreiben und andere nur lesen. Das könnt ihr so lassen. Könnt ihr aber auch hier beispielsweise auf das hier setzen, dass quasi ein nicht angemeldeter Nutzer gar keinen Zugriff hat, also auch gar nicht sieht, was für Dateien dort drauf sind. Das kann auch mal ganz praktisch sein. Kommentar müsst ihr hier eigentlich keinen vergeben und dann können wir auch schon auf Speichern klicken. So, jetzt haben wir hier unseren Ordner erstellt, allerdings kann momentan außer dem Administrator noch keiner drauf. Das müssen wir jetzt hier in dem Punkt Privilegien noch ändern. Hier kann ich nämlich jetzt entweder sagen, dass ich der ganzen Gruppe Familie Lesen- und Schreibrechte darauf Zugriff geben möchte oder eben einzelnen Nutzern. In meinem Fall reicht es jetzt hier mit einem einzelnen Nutzer aus, deswegen sage ich jetzt hier, ich selbst, ja, der User Daniel darf lesen und schreiben und hat damit alle Rechte, also kann Dateien hochladen und runterladen. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf Speichern und dann ist das auch schon festgelegt. Genauso könntet ihr jetzt hier übrigens auch noch weitere Freigaben hinzufügen. Das ist also ganz egal hier in diesem Fall. Funktioniert genau gleich. So, jetzt haben wir hier mal unsere Grundkonfiguration vorgenommen. Jetzt können wir hier wieder auf Anwenden klicken, dass das Ganze dann auch richtig gespeichert und eingetragen wird. Gut, wenn das erledigt ist, dann brauchen wir natürlich jetzt noch ein Protokoll, über das wir dann auf unsere Dateien zugreifen können. Das beliebteste und allgemein kompatibelste ist eigentlich SMB-SIFS. Da gehen wir jetzt hier einmal drauf. Das geht übrigens für Linux, für Mac, für Windows. Für Windows ist es natürlich das prädestinierte Protokoll hier. Ist also gar kein Problem, um damit darauf zuzugreifen. Damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das Erste, was wir natürlich mal machen müssen, ist das Protokoll als erstes mal aktivieren, sonst funktioniert es natürlich nicht. Die restlichen Einstellungen, die könnt ihr hier eigentlich auf den Standardwerten erstmal lassen. Wichtig ist hier aber schon mal auf Speichern klicken. Dann gehen wir in den nächsten Tab, in den Tab Freigaben rein, denn jetzt müssen wir hier natürlich erstmal eine Freigabe hinzufügen, damit wir dann über SMB auch auf diesen zugreifen können. Das müsst ihr hier immer protokollspezifisch machen. Also klicken wir auf Hinzufügen und wählen hier einmal einen Ordner aus. Wir haben hier jetzt bisher nur Media erstellt, können wir den einfach auswählen. Im Normalfall sollte der natürlich nicht öffentlich sein, das haben wir hier richtig gemacht. Und er sollte auch durchsuchbar sein, das können wir also auch so lassen, das sieht soweit alles richtig aus. Können wir hier auf Speichern klicken. So, dann geben wir jetzt hier ein letztes Mal nochmal auf Anwenden und dann sollten wir eigentlich auch schon direkt von außerhalb auf diese Freigabe zugreifen können. So, ich bin jetzt hier bei mir, da ich auf einem Mac bin, einmal in den Finder reingegangen. Auf Windows funktioniert es aber genauso, geht ihr einfach in den Windows Explorer und dann auf den Bereich Netzwerk. Und hier wird mir jetzt auch schon mein Raspberry Pi SMB SIFS angezeigt. Der Open Media Vault hier oben ist ein anderer Server, der bei mir auch steht. Den habt ihr nicht, ihr habt das im Normalfall nur einmal. Also in dem Fall hier den Raspberry Pi. Da machen wir jetzt einmal einen Doppelklick drauf und jetzt gehen wir hier oben auf Verbinden als, denn wir müssen uns natürlich mit den Benutzerzugangsdaten hier anmelden, die wir gerade vergeben haben. Also gebe ich jetzt hier Daniel ein, das ist jetzt hier zufällig der gleiche Benutzername wie auf meinem System, deswegen ist es vorgegeben und ich gebe natürlich das Passwort ein, das wir vergeben haben und klicke jetzt auf Verbinden. Und zack, jetzt sehen wir auch schon unsere Freigabe Media hier und ich kann da einmal draufklicken und zum Beispiel eine Datei, wie zum Beispiel hier diese Befehle für unser Video, einmal hochladen und schon ist das Ganze vorhanden. So einfach geht das also. Ganz zum Schluss noch eine Anmerkung von mir. Ihr solltet auf jeden Fall das Standardpasswort hier unter Allgemeine Einstellungen und dann Webadministrator-Passwort hier ändern. Das sollte wirklich nicht auf den Standardwerten bleiben. Wie ihr gesehen habt, ist es eigentlich gar nicht so schwer, Open Media Vault auf eurem Raspberry Pi zu installieren, diesen damit in ein NAS zu verwandeln und auch die eigentliche Konfiguration der Freigaben und Benutzer ist eigentlich ziemlich intuitiv. Vielleicht sagt ihr jetzt, ihr möchtet aber nicht nur aus eurem internen Netzwerk auf den Raspberry Pi zugreifen, sondern ihr möchtet das auch von unterwegs aus dem Internet oder ganz einfach aus einem anderen Netzwerk aus tun. Nun, dazu, zu diesem Thema, habe ich zwei Videos exklusiv für meine Patreon-Community auf meiner Patreon-Seite erstellt. Im ersten Video zeige ich euch zum einen, wie ihr das Ganze mit Hilfe einer VPN machen könnt. Also ihr könnt alles so konfiguriert lassen, wie das in eurem Heimnetzwerk ist und wählt euch dann einfach gesamt in euer Heimnetzwerk ein. Aber ich zeige euch auch, wie ihr das dann über ein allgemeines Protokoll dann auch bewerkstelligen könnt, dass ihr ganz ohne VPN von einem jedem Gerät, wirklich von einer jeden App, ganz einfach dann auch auf die Dateien eures NASes zugreifen könnt. Die zweite Möglichkeit für den externen Zugriff, die richtet sich an all diejenigen, die bereits schon eine Nextcloud nutzen und das optimalerweise auf einem Server oder auch Raspberry Pi, der sich bei euch bereits im Netzwerk befindet, also im gleichen Netzwerk wie das Raspberry Pi NAS. Hier habt ihr den großen Vorteil, dass ihr eigentlich für die externe Netzwerkkonfiguration überhaupt nichts vornehmen müsst. Also keine zusätzlichen Portfreigaben, kein zusätzliches dünn-DNS. Das habt ihr alles schon für eure Nextcloud gemacht. Und in diesem Video zeige ich euch dann eben, wie ihr ganz einfach das Raspberry Pi NAS in eure Nextcloud einbinden könnt und dann über eure Nextcloud, über das ganz normale Webinterface oder auch den Nextcloud Desktop Client auf die Daten
auf eurem NAS zugreifen könnt, diese teilen könnt, von extern herunterladen könnt, Dateien dazu hochladen könnt und das Ganze natürlich auch gleichzeitig in allen Freigaben, die ihr dann in eurem Netzwerk selbst habt, auch abrufen könnt, wie beispielsweise über eine ganz einfache SMB-Freigabe bei euch auf dem Rechner. Die Links zu beiden Videos auf meiner Patreon-Seite findet ihr natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, also würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr Videos zum Thema Raspberry Pi oder auch Open Media Vault sehen möchtet, was man damit alles sonst noch machen kann, beispielsweise auch in Kombination mit Docker, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal hier, um keine Videos dann zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und lasst mir natürlich auch sehr gerne eure Videowünsche unten in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.